Na gut, fangen wir an mit den Jungs hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mehr abreiße, als ich hier an Slots habe. Kommt einer von euch. Was? Habe ich so komisches Zeug dabei? Nein, wo? Da. Du, da in die Ecke. 1, 2, 3, machen wir mal hier. 1, 2, 3. Da. 1, 2, 3, hier. Mehr als genug Radarslots. Und das geht natürlich nicht auf, weil ich hier ein Zweiermuster gemacht habe. Mit einem Zweiermuster wird auch nicht aufgehen, ne? Aber doch zwei hier, zwei da. Oh, 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 nein. Egal. Du. Da. Und die anderen beiden bewahre ich auf für. Unten rechts war problematisch. Da. Da wollte ich aber erstmal keine Mauern bauen, weil die Mauern gerade noch produziert werden und keine Türme aufstellen, weil wir eh keine Munition haben. Das Einzige, was ich aufstellen sollte, sind nicht angepasste Türme. Also einfach irgendwelche Türme, die wir gerade auf Tasche haben, die Fünfer da. Und die in die Pampa stellen, dass wenn ein Angriff genau von da kommt, dass dann abgewehrt wird. So, her damit. Das sollte reichen. Ja, das also jetzt. Kurz die drei Türme. Wird immer noch eingegriffen. Lauf, 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 lauf. So. Das war knapp. Nicht, dass es wirklich schlimm wäre, wenn eins davon zerstört wird, aber dennoch. Und genau das meinte ich. Deswegen sollen hier drei Türme hin. Eins, zwei, drei. Damit so ein bisschen Abdeckung wenigstens da ist. Du. Du. Und du. So, gut. Strom sollte genug sein, oder? Die ganzen Radarschüsseln sind ein ganz schöner Fresser. Müssen wir im Auge behalten. Und ich plane hier schon mal die nächsten Engines. So, da war nur ein Feld zwischen den Engines. Also kommen hier die nächsten hin, damit sie nicht im Inventar rumgammeln. So. Dann brauchten wir hier noch einen Splitter. Und das hatte ich eigentlich gar nicht alles vorgehabt, diese Folge. Diese Folge wollte ich ja eigentlich anfangen mit den grünen Chips und roten Chips und den ganzen Automatisierungsprozessen. Aber vor sowas drücke ich mich ungemein gerne, weil ich mag das absolut nicht. Du, mach dich mal dahin. Das sollte ich eigentlich alles dem Muster anpassen, ne? Bevor ich das jetzt alles mache und später wird es wieder Kuddelmuddel. Ja gut, also umgeänderter Plan für diese Folge. Ich passe das Stromnetz hier dem Strommuster hier an. Bau dann das so weit um, dass wir die Stromproduktion von dem Block hier verdoppeln durch den da. Und wenn ich mir dann sicher bin, dass genug Strom da ist, mache ich weiter mit den Automatisierungssachen. Außer ich finde irgendwas anderes Tolles, mit dem ich mich ablenken kann. So, das heißt, die kommen weg. Dafür kommt der dahin. Du stehst falsch. So. Sieht jetzt auch nicht wirklich toll aus, aber, ne? Das muss, das muss. Hier wird's nicht aufgehen, oder? Ja, müsste hier rein. Okay, die dürfen da existent bleiben. Ich mach's mir unnötig schwer, ich weiß. Aber ich hätte es gerne so, dass ich später ein funktionierendes Stromnetz habe, wo alles auch ordentlich aussieht. Wie man das gewöhnt ist. Und ich werde es eh noch zigmal umbauen müssen, weil hier kommen bestimmt noch 3, 4, 5 Mal so viele davon hin. Da wir ja keine besseren Varianten bisher gefunden haben. Also an Engines, die man benutzen kann. MK2, MK3 oder was auch immer es da noch so alles gibt. Hier müsste es einmal rumgehen. Ja. Sieht nicht wirklich viel besser aus als vorher, oder? Aber dafür sind die äußeren Poles wenigstens angepasst. Okay, wir bräuchten dann auch noch die Boiler.
Boiler, 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 Boiler. Dafür habe ich keinen Stein. Stein wird auch gar nicht wirklich zwischengepuffert. Das sollte ich vielleicht mal machen. Haben wir irgendwo einen Drill? Bauen Drill. Drill. Baue ich hier mal einen Drill hin, der das einfach in die Kiste schmeißt. So, damit wir Stein bekommen. Ach, das dauert jetzt. Meh. Aber später haben wir wenigstens Stein. Kann ich doch schon mal hier ein paar Mauerstücke wegschnappen. Wir haben auch keine Produktion für Steinziegel direkt. Ich merke schon, Stein wird echt ein Problem werden später. Ich bapp mal da einen hin. Baue jetzt noch einen Drill und noch einen Schmelzofen, den wir nicht nutzen können, weil wir nicht noch Stein haben. Holzsteine, bau Schmelzofen. Ach, wir hätten sogar noch zwei, okay. Also Mining Drill. Da drauf, das Ganze rein in einen Schmelzofen. Und dann in die Kiste legen. Das heißt, wir haben zweimal Mauerproduktion. Wir haben einmal Steinproduktion. Wir haben einmal Steinziegelproduktion. Und so ist das auf der richtigen Höhe, ne? Dim, 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 ja. So. Und das Kohlefeld und das Kupferfeld müsste eigentlich komplett abgebaut werden, damit wir hier anfangen könnten mit Automatisierungsdingern. Weil ich finde es irgendwie praktisch, in der oberen linken, also in irgendeiner der Ecken anzufangen mit den automatisierten Projekten. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht so schnell leer. Wie viel ist da noch? 2900, 2600 und hier ist noch ganz viel Kohle. Achso, ich habe vergessen, Kohle unten reinzuschmeißen. Ja. Du. So. Gut. Also Bricks kommen jetzt auch noch rein. Trotzdem bräuchte ich immer noch mehr Boiler. Da. 10 Stück sollten reichen. Gut. Num, num. Enemy Origins. Was fehlt hier? Ach so. Das ist ein Problem nicht. Wow, wieder schnell. Gleich nochmal. Schick. Es wird aber immer teurer. Ja, ich denke, das nächste schaffen wir nicht mehr. Ist das jedes Mal 2% Punkte mehr oder 2% mehr? Na gut, bau mehr rote Tränke und mach das so lange, bis keine DNA mehr da ist. Währenddessen kann ich mal ganz kurz hier meine Vorräte auffüllen, damit die Tanks auch irgendwann leer sind und wir die oberen komplett nutzen. Du da forsch einmal mindestens noch das da, auch wenn das jetzt schon 32 rote Tränke braucht. Oh, und viel mehr DNA, als wir haben. Gut, das heißt, ich muss die restlichen Tränke reinschmeißen und sobald dann irgendwas gekillt wird, kommt automatisch DNA hier rein und erforscht das zu Ende. Und danach erforschen wir was Reguläres, was grüne und rote Tränke braucht. Und du, wir haben Radarslots 51, ich guck mal. Ist nicht mehr geworden. Hm. Irgendjemand meinte, dass da, wenn das Ding repariert wird, dass die Radarslots mehr werden. Aber ich sehe da nichts. 1205. Das ist jetzt teuer. Da tut sich nichts. 1208. Vielleicht, wenn es komplett repariert ist, gibt es irgendeinen Bonus. Und sieht es auch nicht mehr wie ein Schrottschiff aus, sondern wie irgendwas Ordentliches. Oh, das ist wirklich Endgame. Wenn wir das komplett repariert haben, dann können wir von dem Planeten fliehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Sei es drum. Ich sollte hier die Struktur weiterbauen. War ja schließlich der Ablenkungsplan für diese Folge. So, dann brauchen wir davon zwei, genau. Ein da, ein da. Rohre. Rohre.
Oh, warte mal, hier brauchen wir gar keine Rohre. Hier brauchen wir ein Rohr. Hier brauchen wir Boiler. 5. 5. Ganz viele davon. Falsch rum. Keine gelben Ärmchen, ist okay. Die Musik ist immer noch stylisch. Auch wenn sie gerade ausgegangen ist. So. Hier ist noch alles Kuddelmuddel. Jo. Mach mal. Achso, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Bau. So. Dass wir da wenigstens reinkommen. Stromproduktion noch und nöcher. Akku sind leider keine 500 Gigajoule mehr, sondern 0. Kann ich überhaupt Akkus bauen schon? Ne, kommt erst später. Hm. Oh ja, Strom sollten wir jetzt genug haben. Okay, Türme sind noch da. Das heißt, jetzt sollte ich eigentlich mich ums Öl kümmern. Nein, jetzt sollte ich die Automatisierung von grünen und roten Chips machen. Ja, wobei Plastik wird unten hergestellt, also sollte das irgendwo hier hin. Müssen wir etwa einen Baumwald töten dafür? Wirklich viel Platz ist hier ja nicht, ne? Na gut. Plan ist jetzt hier rein zu quetschen. Das wird auch wieder scheiße aussehen. Ja, nee, ich muss das Plastik irgendwie nach oben bekommen und wenn es später mit Robotern ist. Wobei Roboter ist echt so eine Sache, das frisst tierisch viele Ressourcen, am Anfang sind sie total langsam, die Dinger. Naja, ist mir zu doof, das da zu machen. Hier ginge. Hier wären noch keine Ressourcen im Weg. Allerdings weiß ich nicht, wie das später mit Schaden aussieht. Also was für Schadensarten es alles gibt. Ich habe ziemlich abgefahrene Geschichten gehört von Gegnern, die später kommen sollen. Und wenn da jetzt irgendwas bei ist, was, keine Ahnung, einen halben Bildschirm weit Flächenschaden macht, dann wäre es ziemlich doof, wenn wir hier schon Fabriken hätten. Aber das werde ich erst sehen, wenn es zu spät ist. Wie schaut es hier drunter aus? Ja, genau. Bauen wir... Ah, da oben kommt Dina. Bauen wir hier die Fabriken auf, da wo gar keine Verteidigung ist. Das ist auch ein super Plan. Aber hier wird das Muster schon mal ordentlich. Aber auch wieder Metalleweg. Ich mache jetzt einfach mal hier. In die Richtung weiter kommt später noch mehr Strom. Und hier unten versuche ich jetzt ein Cluster zu machen für grüne und rote Chips. Das heißt, Plastik ist nicht allzu weit weg. Das kommt von da oben. Und später wird es geflogen. Das braucht also nur noch die da. So, jetzt muss ich mir genau angucken, was wir alles brauchen. Zum einen werden wir Eisen und Kupfer brauchen. Was momentan alles noch hier oben gemacht wird. Später kommt es... Oh Gott, was ich jetzt alles planen muss. Also ich muss theoretisch planen, wo später die Züge reinfahren. Da in die Nähe kommt dann die Schmelze und von der Schmelze aus müsste das dann alles verteilt werden. Und es gibt keine MK5-Bots, die alles super schnell machen, ne? Logistikbots, was haben wir da? Wir haben ganz normale Logistikbots. Wir haben Charakter-Logistik-Trash-Slots. Das ist schick, ja. Wir können 1, 2, 3 mal die Cargo-Size erhöhen. Das war's. Wir können 5 mal die Speed erhöhen. Das war's. Und ich sehe nirgendwo MK2. Das heißt, wir werden sehr, sehr viele Roboter bauen müssen. Im Gegensatz zu den letzten Staffeln, wo wir halt eine Handvoll richtig gute Roboter hatten. Aber sei es drum. Ich will jetzt hier anfangen. Bau. Erstmal schlechte Fabriken, damit wir die als Platzhalter nutzen können. Und dann fangen wir einfach hier an. Grüne Chips. Grüne Chips brauchen Eisenplatten und Kupferdraht. Das heißt, wir brauchen Kupferdraht. Wofür brauchen wir noch Kupferdraht für rote. Das heißt, du stellst grüne her, du stellst Draht her. Äh,
Hatte ich dann. Nee. Machen wir später so. Du stell Draht her. Du stell rote Chips her. Bau eine blaue Fabrik. Ja. Achso, und du brauchst auch grüne Chips. Machen wir das denn jetzt? Das machen wir. Also erstmal brauchst du noch. Brauchen wir das gleich wieder Metall.